Deckung. Es wird ein Haktischer den Ausdruck des Zauberers. Oh ja, das klingt gut. Bonuszauber offensiv. Wieder Angriff, gefährliches Werkzeug. Plus Schaden mit Werkzeug, 3 Wundschaden und selbst beim Angriff mit Werkzeug. Nee. Defensiv, Körperkontrolle, vorsichtiger Angriff, Unterstützung. Feldlazarett, schneller Läufer. Bonuszauberstufe 4. Und die Schriftrolle will mal wieder nicht verschwinden. Ah, großes Abenteuer zugefügt. Banditen, großes Abenteuer. Schicken wir mal unseren Druiden los. Hm. Gefäßfleisch, außergewöhnliches Schwert. Er trägt viele Narben. Das klingt nicht schlecht. Was trägt Paligina da? Überlebender Zauber. Überleben. Gibt Raserei. Plus 1 Macht Schadensreduktion. Du? Ja. Das sieht sogar ein bisschen besser aus als diese Rüstung hier. So. Und ich habe vergessen, solches Gebräu zu trinken. Das hätte mir vielleicht auch noch geholfen. Ah. Na gut. Hm. Wir haben es ja geschafft. Wenigstens etwas. Aber wenn das ganz schön knapp war. Aber das Positive ist, unsere Festung ist ausgebaut. Oh, wir sind wieder hier. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt komplett leer. Moment, da geht's zu den Verlieskrypten. Da will ich aber nicht runter. Zum äußeren Burghof, zur Burgkapelle, zur Burgküche. Ah ja, gehen wir zur Burgkapelle. Ich will, muss eh mal gucken, ob er hier noch lebt. Nein, nicht mal er. Berazet. Ich habe Fürst Redrick ein für alle Mal besiegt. Anscheinend will sich Redrick für die Beendigung seines Lebens an mir rächen und hat. Es könnte ein Feier nach Falle sein. Hey, jetzt kann ich auch das hier plündern. Ohne Probleme. Auch wenn nichts Wertvolles drin ist. Die Schriften des Berat. Also ist der Berat-Priester hier auch Geschichte. Ah. Das heißt, die ganze Festung ist jetzt ein Geisterhaus. Ein Geisterschloss. Weil wirklich niemand mehr hier am Leben ist. Um etwas zu berichten. Das ist irgendwie schon fast traurig. Dann wird sich Goldtal halt in Zukunft an uns in Ketnur erhalten müssen. Immerhin ist unsere Festung jetzt wieder aufgebaut. Wir können ihnen Schutz geben. Das ist aber schon heftig. Ich glaube, wir müssen mal in Goldtal vorbeigucken und schauen, was für Auswirkungen das hatte jetzt. Jetzt nachdem Redrick und Kolz fort sind. Es wird ein kurzer Abstecher, aber
Dürfte schnell gehen. Wir haben jedenfalls schon einiges geschafft jetzt in der Zeit. Ist trotzdem heftig. Dann werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall noch die Feuerfälle probieren, jetzt wo ich Stufe 10 bin. Ich meine, das ist Xaurips und der eine Oberdrache. So heftig können die auch wieder nicht sein. Das sollte ich lieber nicht sagen. Aber ja, Redricks Festung ist ein Geisterschloss geworden. Also es ist komplett verlassen. Jetzt. Das war echt ein Krampf, dieser Kampf. Goldtal. Es gibt übrigens ein Steam Achievement, dass man das Spiel durchschaffen muss, ohne dass einer einmal ohnmächtig wird. Ich glaube, bei so entweder darf man dann nur die Main Quest machen, was sowieso der Fall sein dürfte, weil es gibt noch andere Achievements, für die man nur die Main Quest machen dürfte, um sie durchzuschaffen. Auf der anderen Seite. Ziemlich heftiger Scheiß. Wow, Golta sieht aber. Fast so aus. Sie verdorben das Vermächtnis Dörfler. Kind, das kennen wir alle schon. Die Toten haben sie abgehängt. So wirkt der Baum wenigstens etwas freundlicher. Zwischen den Wurzeln für die Armbänder aus Zwirn und Glasperl verwendete Blumen verbringt teils verwaschene Notizen herum. So, was hast du uns zu sagen? Ungedacht, ja, du bist derjenige, der Fürst Rettig auf Geist dieses schwachsinnigen Verräters ermordet hat. Jetzt zieh die Nase hoch. Sicherlich verstehst du, dass ich deine Anfrage bezüglich Haus und Land jetzt nicht mehr bearbeiten kann. Okay, mehr hat er nicht zu sagen. Es sieht also so aus, als sei in Goldtal der Frieden wieder eingekehrt. Was ich gut finde. Dörfler. Das heißt noch Kid Noah. Dort geben wir das Kopfgeld ab, rasten einmal. Und ich habe so die Vermutung, dass sie die letzten Kopfgeld, also dass man zweimal so ein Kopfgeld-Schwall kriegt. Weil sonst gibt es ja eigentlich kaum noch Gebiete, wo man hingehen könnte. Außer wirklich in die Feuerfälle, an dieses Klippengebiet und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das war's dann mit Kopfgeldaufträgen. Das wäre nämlich dann schon ein bisschen viel. Was? In 4 Tagen greifen Jungdrachen meine Festung an? Okay. Ja, das können wir manuell beenden, sobald wir gerastet haben. Es gibt übrigens auch zum Beispiel ein Steam Achievement, dass man das Spiel durchschaffen soll und dabei höchstens 10-mal rasten darf. Wie das möglich sein soll, würde ich auch gerne wissen. Also das ist dann auch nur Hauptquest machen. Hallo du. Well met, friend. Ich habe Torfens Kopf. Kupfer, Erfahrung, fertig. Sonst sowas im Moment nicht. Gut. Dann jetzt einmal Jungdrachen töten. Gute Vorbereitung auf die großen Drachen.
Oder ich nehme jetzt noch die Zeit, mit der Mutter zu reden. Nee, das kann ich auch am Anfang von der nächsten Aufnahmesession machen. So, einmal rasten. Wieder Macht. Oh, jetzt können wir auch mal What? mit Durels nochmal reden, oder? Ich If wollte dich doubts was and fragen. curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Was kannst du mir über Ragnarok erzählen? Bei den Göttern, du schwappst hier gleich über vor lauter Fragen. Wer sind ihre Feinde? Before, when you asked about allies, well now, ally, enemy, that's a skin's edge of difference in history's eye. But there were enemies. Were. Durenz lacht. Vorher, als du mich über Verbündete fragtest. Na also, Verbündeter, Feind, im Auge der Geschichte besteht darin kaum ein Unterschied. Die Fröhlichkeit weicht aus seinem Gesicht und er grinst spöttisch. Aber sie waren Feinde, waren. Eotas, Durenz grinst kalt und nickt. Aber das haben wir beigelegt. Dann Hyela und ihre Krone aus Federn und Vögeln, er lacht höhnisch. Vielleicht behauptet sie ja, die Welt von ihrem Ast aus zu sehen. Hoffentlich hat sie gesehen, was mit Eotas passiert ist und was passieren würde, wenn sie auf die Erde herabkäme, wo solche Feuer brennen. Oh ja, okay, ich glaube, er meint Whitewind und nicht Eotas direkt. Ist ja immer noch nicht geklärt, ob Whitewind wirklich Eotas war. Ihre Tempel sind Dinge aus Fenstern und zwitschernder Musik. Wenn ein Vogel vom Himmel fällt, sollte man das als Sieg ansehen. Ein weiteres Paar der wild reinblickenden Augen dieser gefederten Piep sterben zu sehen, stimmt mich zufrieden. Du hegst einen Groll gegen sie? Sie und ihre Klerus bieten den Eotasianer seit seinem Tod seiner Erniedrigung Unterschlupf. Sie nehme ich mir als nächstes vor. Okay, also die eotasianischen Anhänger sind teilweise zu dieser Vogelverrückten übergelaufen, deren Name mir jetzt wieder entfallen ist. Ich wollte dich noch etwas zu Margaret fragen. Genug, ich habe andere Fragen. I suspect the answers will seed more questions. Okay, über Magran. Mehr über dich. Durenz ist schon ein merkwürdiger Name. Auch nicht mehr als Wächter. Außerdem ist Durenz kein Name, sondern ein Titel. Und was bedeutet dein Titel? Durenz? We've shared the fire in a difficult road enough. Enough to know you're willing to suffer one and walk the other. Every god who has followers has a chapter solely for them, whether they know it or not. I know it. Durenz? Durenz wirft den Blick, dir einen Blick zu und will schon mit den Achseln zucken, als er dich nochmal anschaut und die Stirn runzelt. Wir haben lang genug das Feuer und einen schwierigen Weg geteilt. Genug, um zu wissen, dass du bereit bist, das eine jetzt zu erleiden und den anderen zu beschreiten. Jeder Gott mit Anhängern hat ein Kapitel nur für sie, ob sie es wissen oder nicht. Durenz runzelt die Stirn. Ich weiß es. This chapter is not a thing of intent, but a flame that catches you. Everyone hears dogma and hymns and rituals in a different way. And whether they admit it or not, the fires that catch your senses all weave into a larger bonfire, which becomes your religion, your way of life, your road. Worshippers take what they want from the god and then translate it. So it was with Durenz. Was a man once, before he became the religion. Dieses Kapitel ist nicht nichts Vorsätzliches, sondern eine Flamme, die dich fängt. Für jeden klingen Dogmen und Hymnen und Rituale anders und ganz gleich, ob sie es zugeben oder nicht. Die Feuer, die all deine Sinne fragen, verschmelzen seinen größeren Freudenfeuer, das zu deiner Religion wird, deiner Lebensart, deinem Weg. Gläubige nehmen sich vom Kopf, was sie wollen, und übersetzen es dann für sich. Und so ist es für Durenz gewesen. Früher, bevor er zur Religion wurde, ist er ein Mann gewesen. War er ein Heiliger? Durenz ein Heiliger? Durenz lacht. Nein, er arbeitete für seinen Lebensunterhalt. Sein Kichern wird langsamer und es kommt zum Überlegen, worauf er dich anschaut. Ein alter Soldatenwitz. Aber auf Heilige kann man ihn auch gut anwenden. Nein, in seinen Jahren war er kein Heiliger. In seinen Lehren. Wie Soldaten, die in den Krieg ziehen, übernahm seine Jünger den Großteil der Arbeit. Seine Jünger. Durenz grinst höhnisch. Seine Lehren sind unpolitisch heute. Sie bestand aus mehreren Prüfungen und Lektionen zum Wohl des Glaubens miteinander verwoben.